Klöster, im Mittelalter Zentren geistigen Lebens. Die Ordensleute widmeten sich nicht nur religiösen Fragen, sie betrieben emsig Wissenschaft und Forschung. Handschriften und Frühdrucke bekunden diese Tradition. So finden sich zum Beispiel in alten Arzneibüchern viele der Heilpflanzen, die in den Klostergärten kultiviert wurden. Eine dieser Kulturpflanzen war der Hopfen. Er diente unter anderem als Abführmittel, war als Blutreiniger bekannt und wegen seiner beruhigenden Wirkung geschätzt. Seit dem späten Mittelalter wird der Hopfen im Rheinland auch in den Brauereien verwendet. Als neues Biergewürz löste er die bisher benutzten Kräutermischungen ab. Das Bierbrauen war eng mit den Klöstern verbunden und so wurde bald überall der Hopfen für die Klosterbrauereien systematisch angebaut. Besonders gut lässt sich das am Beispiel des Klosters Marienbaum bei Xanten dokumentieren. Hier stand früher ein Hopfenhof. Er versorgte das nahegelegene Kloster mit Hopfendolden zum Bierbrauen. Auf einer Flurkarte aus dem Jahre 1763 sind die Ländereien des Klosters Marienbaum verzeichnet. Darunter befindet sich auch ein Hopfengarten. Nichts Außergewöhnliches, denn über Jahrhunderte war der Hopfenanbau am gesamten Niederrhein die Normalität. Nur Straßen und Ortsbezeichnungen erinnern heute noch an die einstige Hopfenherrlichkeit am Niederrhein. Doch nicht nur im Tiefland wurde die grüne Bierpflanze kultiviert, sondern auch in den rheinischen Mittelgebirgen, wie zum Beispiel hier an der Sieg. Neben den Klöstern bauten die Bauern und ebenso Feudalherren den Hopfen an. Dazu Professor Helmut Fischer aus Stadt Blankenberg. Wir befinden uns auf der Burg Blankenberg bei Bonn. Auf dieser Burg gab es bis ins 17. Jahrhundert hinein ein Brau- und Backhaus. Der Hopfen, der in der Brauerei benutzt wurde, wurde in einem Hopfengarten direkt vor dem Burgtor gezogen. Diese Situation ist typisch für die Brauereien im Rheinland in der frühen Neuzeit. Bis zur Industrialisierung des Brauwesens im 19. Jahrhundert bezogen die Hausbrauereien auf dem Land und in der Stadt den Hopfen meist aus ihrem direkten Umfeld. Beim Hopfenzupfen, also dem Abpflücken der Dolden von der Pflanze, wurden viele Saisonarbeiter benötigt. Nicht wenige Menschen konnten sich so ein Zubrot verdienen. Meist füllten Kinder und Frauen als billige Arbeitskräfte, wie hier im Westerwald, die Hopfenkörbe mit den reifen Dolden. Diese Aufnahme aus Höhergrenzhausen zeigt die Hopfenernte von 1912. Bis ins 20. Jahrhundert hinein ließ man den Hopfen in den Gärten an hohen Fichtenstangen ranken. St. Thomas in der Eifel. Für das Killtal wird der Hopfenanbau erstmals im 17. Jahrhundert erwähnt. Die Seitentäler der Mosel mit den Flüssen Sauer, Kill und Prüm waren wegen ihres milden Klimas für die Kultivierung der Pflanze bestens geeignet. Das Kloster St. Thomas hatte noch bis Ende der 20er Jahre unseres Jahrhunderts eigene Hopfengärten. Es lebte eine Zeit lang vom Verkauf des grünen Goldes. So wird der Hopfen bis heute genannt. Ein weiteres Zentrum des Hopfenanbaus an der Kill war der Ort Malberg. Im 19. Jahrhundert stieg mit dem Aufkommen der Industriebrauereien die Nachfrage nach dem Bierrohstoff Hopfen. Das Anbaugebiet im Killtal erlangte zu dieser Zeit eine überregionale Bedeutung. Die Boden- und Klimavoraussetzungen in Malberg waren ideal. Als typische Flussauenpflanze gedieh der Hopfen an der Kill prächtig. Ein Relikt aus der Blütezeit des Hopfenanbaus in der Eifel ist das sogenannte Hopfenhäuschen. Es steht im Herrengarten am Fuße des Schlosses Malberg und stammt aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Erbaut wurde es von einem hiesigen Hopfenpflanzer. Das vom Garten aus zugängliche Untergeschoss diente zum Aufbewahren von Arbeitsgerät. Im Hauptgeschoss wurden die Hopfendolden direkt nach der Ernte, wie früher üblich, auf Holzrahmen getrocknet. Die Luftzufuhr ermöglichten kleine, kreisrunde Wandöffnungen. Sie waren in allen vier Seiten der Außenmauern in regelmäßigen Abständen angebracht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch waren die Tage des Hopfenanbaus im Rheinland schon gezählt.
Eine übermächtig werdende süddeutsche und böhmische Konkurrenz führte zu einer schrittweisen Stilllegung aller rheinischen Hopfenanbaugebiete. In der Nähe der weltberühmten Hopfenstadt Saatz im böhmischen Goldbachtal betrieben um die Jahrhundertwende diese Familien einen sehr erfolgreichen Hopfenanbau. Ihre Nachkommen würden nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Phase des Hopfenanbaus in der Eifel einleiten. Eine Phase, die bis heute anhält. In der Nachkriegszeit legten zwei sudetendeutsche Flüchtlingsfamilien in Holstum in der Südeifel mit gutem Erfolg erste Hopfengärten an. Diese Gärten übernahm und erweiterte ab dem Jahre 1965 der Holstumer Herbert Dick, der großes Interesse an der anspruchsvollen Kultivierung des Hopfens hatte. In seinem Heimatort baute er eine Hopfenhalle. Das ganze Jahr über hat der Hopfenpflanzer in seinen Gärten zu tun. Heutzutage wird der Hopfen nicht mehr an Stangen, sondern in Gerüstanlagen gezogen. Zu den typischen Winterarbeiten zählen Reparieren und Vorbereiten der Anlagen auf die neue Vegetationsperiode. Seit über 30 Jahren schon ist der 54-jährige Herbert Dick Hopfenpflanzer. Der einzige im Rheinland. Zusammen mit seinem Sohn Andreas spannt er locker gewordene Drahtseile nach. Vom Hopfen ist um diese Jahreszeit nicht allzu viel zu sehen. Nur die bei der letzten Ernte übrig gebliebenen Stängel ragen aus den Bifängen heraus. So heißen die Reihen, in denen der Hopfen in gleichmäßigen Abständen eingepflanzt wurde. Der Wurzelstock überwintert im Boden und kann bis zu 6 Meter tief in die Erde hineinreichen. Der Wurzelstock ist das Kernstück der Hopfenpflanze, die zur Familie der Hanfgewächse gehört. In jedem Frühjahr bildet der Stock neue Triebe aus. Sie werden wie im Weinbau Reben genannt. Bei ihrem Wachstum entzieht die Pflanze dem Boden ihre Nahrung. Um einen Überblick darüber zu haben, welche der Nährstoffe fehlen, entnimmt Herbert Dick überall in seinen Gärten Bodenproben. Die Erde lässt er im Bodeninstitut in Trier analysieren. Die Untersuchungsergebnisse sind Voraussetzung für eine gezielte, den Bedürfnissen des Bodens und der Hopfenpflanze angepasste Düngung. So kann der Hopfenpflanzer in seinen Gärten jeweils genau die Nährstoffe wieder in den Boden einbringen, die ihm auch wirklich entzogen worden sind. Eine umweltschonende Düngemethode, die ganz der Philosophie Herbert Dicks entspricht, der sich schon vor Jahren entschieden hat, seinen Hopfen integriert, kontrolliert anzubauen. Eine weitere sehr zeitaufwendige Winterarbeit ist das Anbringen der Steigdrähte in den Gerüstanlagen. Ein charakteristisches Arbeitsgerät im Hopfenanbau ist die Kanzel. Sie ist am Frontlader des Traktors montiert. Mit ihrer Hilfe können alle Arbeiten in den 7 Meter hohen Gerüstanlagen verrichtet werden. Hier befestigen 2 Männer die Steigdrähte am Drahtnetz. Das Drahtnetz wird getragen von Masten aus Lärchenholz. An den Drähten wachsen im Frühjahr die Reben hinauf. Sie werden bei der Ernte im September zusammen mit den Steigdrähten von der Gerüstanlage heruntergerissen. Die übrig gebliebenen Drahtenden aus den vergangenen Jahren hängen noch hier oben. In 2 Strängen reichen die 8 Meter langen Drähte von der Kanzel zum Traktor hinunter. Die Gerüstanlagen sind besonders stabil gebaut, weil sie im Sommer die gesamte Last der Hopfenpflanzen tragen müssen. 4 Wochen lang sind die Männer mit dem Anbringen der Steigdrähte beschäftigt. Dann haben sie 60.000 Drähte mit einer Gesamtlänge von knapp 500 Kilometern in den Gerüstanlagen befestigt. Es ist Frühling geworden im Prümtal. Anfang Mai beginnt die Wachstumsphase des Hopfens. Der Wurzelstock bildet bis zu 100 Triebe aus. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie anzuleiten. Doch zunächst müssen die Steigdrähte, die noch lose vom Gerüst herunterhängen, gespannt und im Boden verankert werden.
An jedem Stock werden bis zu 2 Steigdrähte in den Boden eingesteckt. Immer dann, wenn in den Gärten besonders viele Arbeiten anfallen, ist Herbert Dick auf die Hilfe von Saisonarbeitskräften angewiesen. Im Frühjahr kümmern sie sich um das Anleiten der Triebe an die Steigdrähte. Zunächst sucht sich der Arbeiter 3 gleichmäßige Triebe der Hopfenpflanze heraus. Eine mühevolle Handarbeit. Die jungen Pflanzenteile sind sehr empfindlich und können leicht brechen. Die Triebe müssen im Uhrzeigersinn, also rechtswindend, um den Steigdraht geführt werden. So kann die Schlingpflanze dem Lauf der Sonne folgend wachsen. Das Anleiten ist eine Hilfestellung für die Hopfentriebe, damit sie besser emporranken können. Abschließend werden mit einem Messer die restlichen Triebe entfernt, die aus dem Stock herausgewachsen sind. So geht die ganze Kraft des Hopfenstocks in die angeleiteten Reben. Über 4 Wochen sind die Arbeiter mit dem Anleiten beschäftigt. Wenn die Triebe angeleitet sind, fährt der Hopfenpflanzer mit dem Traktor in die Gärten, um die Räume zwischen den Stöcken auszuputzen. Aus dem Wurzelstock wachsen immer wieder neue Sprosse heraus, die den Reben Wachstumsenergie nehmen. Sie werden mechanisch mit dem Kreisel entfernt. Auch sollen die Pflanzen einzeln stehen und sich nicht durch Querwurzeln miteinander verbinden. Eine Egge lockert den Boden auf, damit die Pflanzen mehr Sauerstoff aufnehmen können. Jetzt sind alle Voraussetzungen für ein ungehindertes Wachstum der Reben geschaffen. Bei guter Witterung klettert der Hopfen die Steigdrähte bis zu 30 cm am Tag empor. Frühsommer in der Eifel. Das Ferschweiler Plateau im Westen bewahrt das Prümtal vor starken Winden. Für den Hopfenanbau ist das Kleinklima hier auch von den Temperaturen und der Sonnenscheindauer her ausgezeichnet. Eingebettet in die geschützten Lagen des Prümtals ziehen sich 7 Hopfengärten mit einer Gesamtfläche von rund 15 Hektar vom Dorf Prüm zur Lei bis nach Holstum hinauf. Der malerische Ort zählt heute etwa 500 Einwohner. Die naturräumlichen Verhältnisse im Prümtal sind für den Hopfenanbau günstig. Tiefgründige, nährstoffreiche und gut durchwurzelbare Böden, aber auch der Wasserreichtum der Südeifel bieten beste Standortbedingungen für die Hopfenpflanzen. Braucht nasse Füße und einen warmen Kopf, wie die Hopfenpflanzer sagen. An der Wein-Weizen-Grenze gedeiht der Hopfen ideal, also dort, wo geografisch der Weinbau aufhört und der Weizenanbau beginnt. Anfang Juni ist der Hopfen schon über 2 Meter hoch. Herbert Dick fährt zum Auflockern des Bodens mit dem Grubber durch die Reihen. Zusätzlich häufelt er den Hopfen mit einem seitlich am Traktor angebrachten Scheibenpflug. So kann er auf mechanische Weise das Unkraut bekämpfen.
Es wird eingepflügt, stirbt in der Erde ab und kann so als willkommener Humusdünger dienen. Der Hopfenpflanzer deckt auch deshalb die Stöcke zu, damit sie Sommerwurzeln ausbilden können. Hierdurch kann der Hopfen noch weitere Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen. Anfang Juli, nach ca. 50 Tagen Wachstum, hat der Hopfen die Gerüsthöhe von 7 Meter erreicht. Die Hopfenpflanzer sagen, dass der Hopfen in die Länge wächst, solange die Sonne ihrem Höchststand zustrebt. Bald nach der Sommersonnenwende bilden die Reben Seitenarme aus. Wenn die Tage wieder kürzer werden, beginnt die Blüte des Hopfens. Um diese Zeit ist die Pflanze sehr empfindlich gegen Krankheiten und Schädlinge. Jetzt kontrolliert Herbert Dick seine Gärten regelmäßig auf Schädlingsbefall. Neben der roten Spinne ist die Hopfenblattlaus ein großer Schädling im Hopfen. Der Marienkäfer ist ein Nützling im Hopfen. Besonders die Larve vom Marienkäfer vernichtet am Tag bis zu 9 Blattläuse. Es gibt einen Spruch, der sagt: Der Hopfen will jeden Tag seinen Herrn sehen, und wenn man es ganz gut machen will, soll man sogar am Tag zweimal gucken gehen. Gefährdet ist die Hopfenpflanze auch durch Hagelschlag, der ganze Gärten vernichten kann. Im Sommer 1996 jedenfalls hatte Herbert Dick Glück. Der Hopfen entwickelte sich prächtig. Prümtal wächst schon immer auch wilder Hopfen. Ein Zeichen dafür, dass ebenso der Kulturhopfen hier einen idealen Standort hat. Doch können die Wildpflanzen eine Beeinträchtigung des Hopfenanbaus darstellen, wenn die weiblichen Kulturpflanzen von männlichen Wildpflanzen bestäubt und befruchtet werden? Hier habe ich eine männliche Hopfenpflanze. Im Umkreis von 500 Meter müssen alle männlichen Hopfenpflanzen vernichtet werden, damit in den Hopfengärten die weiblichen Pflanzen nicht befruchtet werden. Die männliche Blüte ist rispenartig. An einer Pflanze befinden sich entweder nur männliche oder nur weibliche Blüten. Der Hopfen ist zweihäusig. Im Anbau werden ausschließlich weibliche Pflanzen kultiviert. Ihre Blüten müssen unbefruchtet bleiben. Befruchtete Blüten können ebenso wenig wie männliche Hopfenblüten die zum Bierbrauen wichtigen Inhaltsstoffe bilden. Herbert Dick vergleicht seine Gärten gerne scherzhaft mit einem Nonnenkloster. Ab Ende Juni beginnt die Hopfenblüte, die je nach Sorte 3 bis 4 Wochen dauert. Im Hochsommer bildet der Hopfen die Dolden mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen. Im August erfolgt die Ausdoldung, das heißt, die erwachsenen Dolden reifen heran. Während dieser Phase sind die Pflanzen wiederum besonders empfindlich gegen Unbilden des Wetters, wie zum Beispiel Sturm und Hagel.
Wenn die Dolden ausgewachsen sind, dauert es noch ein paar Wochen bis zur Pflückreife. Ist der Hopfen reif, muss er innerhalb von nur 5 Tagen geerntet werden. Damit sich die Erntezeit entzerrt und auf 4 Wochen ausdehnt, baut Herbert Dick verschiedene Sorten an, die nacheinander reif werden. In den Dolden hat sich das sogenannte Lupulin gebildet. Es enthält ätherisches Öl und die Gerb- und Bitterstoffe, die für das Bierbrauen so bedeutend sind. Die Kunst des Braumeisters besteht vor allem darin, den Hopfen als Biergewürz so einzusetzen, dass die Süße des Malzes mit der edlen Bittere des Hopfens eine geschmacklich-harmonische Verbindung eingeht. Weil keine andere Pflanze in der Lage ist, das Lupulin zu bilden, konnte sich der Hopfen weltweit als Biergewürz durchsetzen. Ende August beginnt die Ernte des Hopfens. Herbert Dick geht in die Gärten und begutachtet die Dolden. Es ist eine Menge Erfahrung dazu nötig, den optimalen Reife- und Pflückzeitpunkt olfaktorisch zu bestimmen. Das wertvolle Lupulin, eine feine gelbe mehlartige Substanz, hat sein Aroma jetzt voll ausgeprägt. Herbert Dick gibt den Startschuss zur Ernte. Die Erntehelfer schneiden die Reben über dem Boden ab. Danach fahren sie durch die Reihen und ziehen Reben und Steigdrähte von der Gerüstanlage herunter. Der Erntewagen wird systematisch von hinten nach vorne beladen. So verheddern sich die 7 bis 8 Meter langen Reben nicht ineinander. Später, an der Pflückmaschine, kann man sie in umgekehrter Reihenfolge wieder einzeln vom Wagen ziehen. Die Erntehelfer räumen Reihe für Reihe aus. Die Arbeit des ganzen Jahres findet in der Ernte ihren Abschluss. Wenn alles gut vorbereitet ist, kann der Hopfenpflanzer einen höchstmöglichen Ertrag in bester Qualität erzielen. Die mit den Reben beladenen Erntewagen zieht ein Traktor im Halbstundentakt zur stationären Pflückmaschine. Sie ist das zentrale Element der Hopfenernte und steht in der Hopfenhalle auf dem Hof von Herbert Dick. Die Pflückmaschine trennt mechanisch die Dolden von der Rebe. Sie ersetzt 200 Handpflücker. Wenn die Maschine optimal eingestellt ist, pflückt sie bei 12 Stunden Laufzeit pro Tag die Reben von 1 Hektar Hopfenfläche. Der Arbeiter hängt die Stängel einzeln in die Rebeneinzugsklemme ein. Kopfüber wird der Hopfen den rotierenden Pflücktrommeln zugeführt.
Diese sind mit Drahtfingern besetzt, die die Dolden abrupfen. Die übrig gebliebenen Hopfenreben werden weitergeführt, gehäckselt und ausgeworfen. Diese Rebenhäcksel werden als organischer Dünger zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit wieder in die Hopfengärten eingebracht. Die Dolden selbst werden in der Maschine gereinigt. Ein Gebläse sondert Blätter, Stängel und Rebenteile aus. An einem außenliegenden Transportband kann das Pflückgut nochmals von restlichen Verunreinigungen befreit werden. Das als Grünhopfen bezeichnete Erntegut fällt in Jutesäcke. Diese müssen sofort auf die Darre transportiert werden, sobald sie voll sind. Darren heißt trocknen und dient der Haltbarmachung der Dolden. Über eine Höhe von 2 Stockwerken werden die Säcke durch einen Turm zur Darre hinaufgezogen. Auf der Darre wird der Wassergehalt des Grünhopfens von etwa 80% auf 10% reduziert. Das Trocknen geschieht durch heiße Luft bei einer Temperatur von maximal 60 Grad Celsius. Herbert Dick schüttet den Hopfen bis zu einer Höhe von einem halben Meter auf die Trockenhorden. Rund um die Uhr ist die Darre in Betrieb. Sie befindet sich rechts im Turm. Nach 6 Stunden ist der Hopfen getrocknet und durch 3 Kipphorden in eine Art Schublade im unteren Bereich der Darre gefallen. Die Dolden sind ein wenig heller geworden und durch das Trocknen sehr empfindlich, sodass bereits kleine Erschütterungen und Reibungen ein Zerfallen bewirken können. Deshalb muss Herbert Dick den Hopfen sehr vorsichtig ausschütten. Auf diese Weise bleibt die Qualität erhalten. Bis die Dolden in Säcke abgefüllt werden können, müssen sie noch 1 bis 2 Wochen lagern. Sie nehmen in dieser Zeit die Luftfeuchtigkeit der Umgebung auf und werden dadurch haltbarer. Die Schankweiler Klause auf dem Ferschweiler Plateau. Jedes Jahr am 2. September-Sonntag feiert die katholische Pfarrgemeinde Holstum an dem Marienwallfahrtsort ihr Erntedankfest. Die Menschen bringen die Früchte ihrer Ernte an den Altar. Schon am Vortag kommen Herbert und Andreas Dick mit Hopfenreben zur Kirche.
Seit vielen Jahren ist der Hopfen im örtlichen Brauchgeschehen fest integriert. Die Hopfenpflanzer binden die Reben zu einer Girlande und hängen sie als Zeichen ihrer Dankbarkeit für die gute Ernte im Chorraum auf. Bald erfüllt ein würziger Hopfenduft die Kirche. Bis Ostern schmückt die Girlande den Kirchenraum. Knapp 2 Wochen später. Die Dolden sind durch die Lagerung auf dem Hopfenboden sackreif geworden und können abgefüllt werden. Im Boden ist eine kreisförmige Aussparung, in der die Säcke festgeklemmt werden. Die Hopfenpresse drückt die Dolden zusammen. Andreas Dick, gelernter Bierbrauer und Hopfenpflanzer, hilft bei allen Arbeiten mit. Er wird später einmal den Betrieb weiterführen. Wenn der Sack voll ist, nehmen ihn die Arbeiter in der darunterliegenden Maschinenhalle an. Bis 60 Kilogramm wiegt ein gefüllter Sack. Nach dem Zunähen der Säcke wird es hochoffiziell. Der Hopfen wird gewogen und gesiegelt. Jeder Sack ist mit der Aufschrift Deutscher Siegelhopfen Rheinland-Pfalz Bitburg, dem Erntejahr und dem Sortennamen versehen. Herbert Dick trägt zusätzlich noch mit einer Schablone eine fortlaufende Nummer auf. Martin Amberger ist der staatlich beauftragte Siegelmeister des Siegelbezirkes Bitburg. Er wiegt und siegelt jeden Sack. So sieht es das Hopfenherkunftsgesetz vor, das seit 1929 nahezu unverändert in Kraft ist. Das Anbaugebiet Bitburg ist das jüngste in Deutschland und besteht erst seit 1977 offiziell. Hopfen darf nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn er aus einem staatlich anerkannten Hopfenanbaugebiet stammt. Die Herkunft des Hopfens wird in manchen Anbaugebieten schon seit Jahrhunderten mit Wachssiegeln genau bezeichnet. Jeder Sack bekommt das Siegel des entsprechenden Siegelbezirks, in diesem Fall das von Bitburg. Gleichzeitig werden die Hopfensäcke mit einer Hopfenherkunftsbestätigung des Pflanzers und einer Begleiturkunde versehen. Diese bestätigt das Land, das Anbaugebiet, den Jahrgang, die Sorte, die Sacknummern und das Gewicht. Erst dann darf der Hopfen zur Brauerei gelangen. Seitdem das Hopfenherkunftsgesetz in Kraft ist, ist das grüne Gold vor Qualitätsverfälschungen geschützt. Der Vermarktungsweg lässt sich vom Erzeugerbetrieb bis zur Brauerei lückenlos anhand der Urkunden nachvollziehen. Der Vermarktungsweg des Eifelhopfens ist allerdings kurz. Die Brauerei im nahegelegenen Bitburg kauft die komplette Ernte des Hopfenpflanzers Herbert Dick auf. Sie kann damit als eine der größten Braustätten in Europa freilich nur einen kleinen Teil ihres Hopfenbedarfs decken. Gleichwohl ist der Hopfen aus dem Prümtal von Spitzenqualität, wie viele Auszeichnungen und Goldmedaillen eindrucksvoll dokumentieren. Der Hopfenkeller der Bitburger Brauerei. Von der diesjährigen Ernte Herbert Dicks werden die letzten von über 400 Säcken hier angeliefert.
Das moderne Sudhaus ist das Herzstück der Bitburger Brauerei. In den Kesseln werden pro Jahr über 4 Millionen Hektoliter Bier eingebraut. Heutzutage verwenden die meisten Brauereien den Hopfen nicht mehr in Form von Dolden, sondern in Form von sogenannten Pellets. Pellets sind gemahlener und getrockneter Hopfen. In einem vollautomatisierten Brauprozess wird der Hopfen beim Würzekochen in die Sudpfanne gegeben. Zur Bedeutung des Hopfens für das Bier der Leiter Technologie und Qualitätswesen der Bitburger Brauerei, Dr. Metner. Ja, zunächst sorgt der Hopfen einmal für die feinherbe Bittere im Bier. Darüber hinaus wirkt er auch stabilisierend auf den Bierschaum. Und nicht zuletzt hat der Hopfen auch die Aufgabe eines natürlichen Konservierungsmittels im Bier. Der Hopfen ist neben Wasser und Malz einer der natürlichen Bierrohstoffe, die im deutschen Reinheitsgebot festgelegt sind. Die Brauer sagen, der Hopfen ist die Seele des Bieres. Er verleiht dem Gerstensaft erst seinen typischen, feinherben Charakter.